Hallo, ich bin Sandra Holze von Likes Media. Auch heute habe ich wieder eine Frage zum Thema Social Media Marketing, die ich gern für Sie beantworten möchte. Und zwar werde ich sehr häufig gefragt von meinen Kunden und auch von Selbstständigen und Unternehmern, wie viel Privates muss ich preisgeben auf Facebook, Twitter, Xing? Und soll ich meine Urlaubsfotos da posten? Macht es Sinn, dort meine Hundefotos hochzuladen und muss ich über meine Hobbys reden? Und da sage ich eindeutig ja, denn letztendlich handelt es sich hier um soziale Netzwerke. Das heißt, es geht ums Networking und nicht nur darum, die ganze Zeit davon zu reden, was sie für tolle Produkte anbieten, denn sie wollen sich ja abheben von der Masse und vom Wettbewerb. Und angenommen, sie haben die gleiche fachliche Kompetenz wie ihre Wettbewerber, dann wonach entscheiden die Leute denn zum Schluss, wen sie sympathischer finden? Das ist natürlich logischerweise ihre Person, mit der sie punkten können und die auch einfach Teil ihrer Marke ist, ihrer Brand. Das heißt, hauchen sie ihrer Brand ruhig ein bisschen Persönlichkeit ein und geben sie ihre Meinung von sich, geben sie ab und zu mal einen Kommentar ab. Erzählen Sie ruhig allen Leuten, dass Sie gerne wandern, dass Ihr Lieblingsland die Schweiz ist und zeigen Sie das letzte Foto vom Gletscher, was Sie gemacht haben. Das gibt Ihnen einfach ein bisschen mehr Biss und es gibt Leuten auch einfach Anhaltspunkte. Das heißt, die können sich ein Bild von Ihnen machen und können viel eher erkennen, ob Sie vielleicht mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Und es gibt natürlich auch Anhaltspunkte, um ins Gespräch zu kommen, wenn Ihre potenziellen Kunden auch gerne wandern. Das heißt, jawohl, sagen Sie ruhig, geben Sie Persönliches von sich preis. Das heißt ja noch lange nicht, dass Sie hiermit Ihre Privatsphäre irgendwie aufgeben müssen. Das ist der häufigste Einwand, den ich höre, um Gottes Willen, meine Privatsphäre. Sie müssen ja nicht die Fotos Ihrer Kinder zeigen, wenn Ihnen das unangenehm erscheint. Sie müssen auch um Gottes Willen nicht Urlaubsfotos zeigen, wo Sie im Bikini am Strand liegen. Sie müssen auch keine Fotos Ihrer Wohnung zeigen mit dazugehöriger Adresse. Das ist alles Quatsch, das können Sie weglassen. Privates bleibt privat. Aber Sie können trotzdem Ihre Person etwas zeigen. Und als kleiner Tipp, um vielleicht das mehr zur Gewohnheit zu machen, können Sie sich einfach die 80-20-Regel merken. Das würde zum Beispiel auf Facebook und auf Twitter bedeuten, dass Sie in 80% aller Tweets und aller Updates über Fachliches reden, also auf Blogposts verweisen oder Ihren Kunden Tipps geben, was auch immer Sie veröffentlichen. Und in 20% der Fälle veröffentlichen Sie Dinge, die Sie als Person betreffen. Zum Beispiel den letzten Film, den Sie gesehen haben, den Sie ganz toll fanden, ein tolles Musikvideo, was Ihnen gefällt, Urlaubsfotos oder andere Dinge, die Sie eben als Person ausmachen. Seien es die Hundefotos. Ja, Sie laden Sie bloß nicht zu viele Hundefotos auf. Facebook, das kann die Leute auch wieder nerven, aber wenn Sie an die 80-20-Regel denken, werden Sie eine gute Mischung hinbekommen aus professioneller Person, aber auch aus Privatperson. Denn letztendlich macht es die Mischung und das ist eigentlich auf sozialen Netzwerken nicht anders als auf den ganzen alteingesessenen Netzwerkveranstaltungen, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt. Da verlinken sich die Leute über die Person zum Schluss. Denn man muss sich irgendwie auch riechen können, auf einer Wellenlänge schwimmen, wenn man anfangen möchte, Geschäfte zu machen oder sich auch einander empfehlen möchte. Und nichts anderes ist eigentlich das, was wir in sozialen Netzwerken machen. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ich freue mich aufs nächste Video und bis dahin gutes Gelingen und vor allem ganz viel Spaß. Tschüss!